Die drei lustigsten Anrufe bei Domian. Du bist ein Außerirdischer. Ein richtiger, echter. Und? Ich habe eine echte außerirdische Seele seit über 32 Jahren. Aber die NASA und... Ach, hör auf mit die. Gott, die. Aber die NASA, er sagt, ach, hör auf mit die. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, das spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein von Domian. Die drei lustigsten Anrufe bei Domian. Wir gehen die aber Step by Step durch. Also erstmal die erste Geschichte, im nächsten Video die nächste und dann im übernächsten Video die nächste. Das sind drei verschiedene Anrufe bei Domian. Und ich fand die eine Reaction, die wir gemacht haben auf Domian, sehr interessant. Und ich will ja selber auch in diese Richtung reingehen. Meine Leitungen auf Discord sind auf jeden Fall offen. Das heißt, ihr könnt gerne mal im Stream mit vorbeikommen. Müsst ihr einfach unten dem Discord folgen, im Stream vorbeikommen und Bescheid sagen. Dann können wir miteinander quatschen, wenn ihr irgendwelche Disagreements habt oder irgendwas sagen wollt, irgendwas auf dem Herzen habt, irgendeine Story mit mir teilen wollt. Da bin ich auf jeden Fall für euch da. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Daumen nach oben, Kommentar schreiben, Kanal abonnieren. Peter geht los, Digi. Und los. Siegfried 62. Guten Morgen, Siegfried. Ja. Bester Name, Digga. Der hört sich auf jeden Fall schon sympathisch auch an. Guten Morgen, lieber Domian. Hallo, Siegfried. Ne? Der hat gute Vibes, Bro. Steht bei mir im Computer Siegfried und Nora. Was ist Nora? Ich heiße mit Nachnamen Nora. Ach, Entschuldigung. N-O-R-R-A. Ach so, Entschuldigung. Ich bin mal I, E und D. Okay, normalerweise stehen die Nachnamen hier nicht. Deswegen weiß ich bin nämlich auch im Facebook und Thema, wo ich spreche, da bitte ich all die Leute, die das nicht glauben können, die können das alle über Facebook sehen. Ich bin nämlich auch im Facebook. Siegfried Nora, so weiter. So, okay. Siegfried. Der lacht, guck mal, der lacht, Bruder. Facebook sehen. Gut. Siegfried Nora, so weiter. So, okay. Ich spiele den Siegfried jetzt schon. Weswegen rufst du zu dem Thema an? Was ist deine Unglaublich? Sigi, hau mal raus jetzt hier. Außerirdischer, lieber Domian. Du bist ein Außerirdischer. Ein richtiger, echter. Und? Siegfried, weswegen rufst du zu dem Thema an? Was ist deine Unglaublich? Ich bin ein echter Außerirdischer, lieber Domian. Du bist ein Außerirdischer. Ein richtiger, echter. Du bist ein Außerirdischer, ein richtiger, echter. Außerirdische haben auch Vor- und Nachnamen. Nein, es ist also, ich habe eine echte außerirdische Seele seit über 32 Jahren. Ich habe eine echte außerirdische Seele seit über 32 Jahren. What the fuck? Welchen Planeten kommst du? Oh, das kann ich. Ich biete dich an, dass du eines Tages bei mir ein paar Stunden zu Besuch kommst und dann hast du keine Zweifel und dann kann ich dir diese Dinge auch alle beantworten. Das ist eine. Boah, Digga, ich will hin. Ich will da hin. Siegfried, wie heißt er? Nora. Digga, der hat doch extra seinen ganzen Namen angegeben. Gibt's den noch, Alter? Ist bestimmt voll alt, ne? So, Sigi. Guck mal hier, da bin ich. Vor 13 Jahren gepostet hat er. Little Lovelock, Bro. Captain. So. Wisst ihr Bescheid? So, Sigi. Da ist er, Digga. Guck mal. Ist direkt gekommen. Siegfried Nora, Digga. Nora. Das ist der, Digga. Guck mal. Guck mal, Bro. Das ist er. Was? Antikythera. Stone Stargates captivated the imagination of archaeologists, historians, and conspiracy theorists alike. Carved with intricate patterns and symbols, their true purpose remains shrouded in mystery. Ancient folklore, however, spoke of these stargates as devices used by civilizations from distant solar systems to travel across the cosmos. By the 1950s, almost all the stargates had vanished without a trace, fueling rumors of government cover-ups and hidden... Stargate, Bro. Bruder, der Cousin ist drin, Alter. Basti. Einfach ein Real, 100% Real Talk von Alexander Stier geteilt auf seiner Seite. Guck mal, hier ist Domian, Bruder.
krasse Scheiße, ey. Aber der hat schon lange nichts mehr gepostet, ne? 10. Mai 23, aber es ist dieser Basti, der die ganze Zeit auf seiner Seite postet. Auch ein mieser Fall. Wohnt in Nordrhein-Westfalen, Germany. Ovenhausen. Digga, Alter. Der hat selber schon nichts mehr gepostet, ne? Hier, 22, wir sind bald alle frei. Letzte Post, 4. Mai 22. Crazy stuff, Digga, ich schwör's dir. Research it in, man. Das ist miese Recherche hier, Freunde. Weiter geht's. Fürchterliche Frage, die würde in den Rahmen sprengen. Aber das ist ja eine naheliegende Frage. Wenn du einen gut, dann sag ich's dir. Stopp. Ja gut, dann sag ich's dir. Der ist aber sympathisch trotzdem, sag ich dir ehrlich. Der hat eine witzige Stimme so. Sag ich's dir. Ich komme aus einem anderen Omniversum. Da hast du nie gehört. Also es gibt nicht nur ein Universum, sondern es gibt 28.000 Universum. So genannt wird das mit Omniversum. Ja, davon gehen ja sogar hochseriöse Astrophysiker von aus, dass wir vielleicht eingeschachtelt sind in verschiedene Universen. Ja. Gut, da kommst du aus einem anderen Universum. Wie bist du denn hierher gekommen? So. Ich bin also, wie gesagt, als Geistwesen hier über ein Raumschiff transportiert worden auf diesen Herrn Siegfried Nohr vor 32 Jahren. Und der war vorbereitet, oder sagen wir so, er war der beste vorbereitete Mensch, um quasi diese Erde zu retten. Wo ist denn dieser... Bruder, weißt du, was ich mir jetzt gerade wünschen würde? Dass auch Erich von Däniken noch mit in dem Talk hier gerade wäre und das mal, was der dazu sagen würde. Also Talk von Siegfried mit Erich wäre geil. Ehemalige Erdenmensch Siegfried Norra. Der wohnt ganz in deiner Nähe sogar. Aber das bist ja jetzt nicht du. Du hast ja nur den Körper genommen von diesem Menschen. Oder wie verstehe ich das? Ich habe ihn nicht genommen, sondern das war natürlich ein selbstverständliches, wie soll ich sagen, der hat also, nachdem er mich kennengelernt hat, und er war ja selbst vorher schon so vorbereitet in der Richtung. Von wem? Oh shit, Alter, was? Von sich selbst. Er war vorbereitet, dass so etwas passieren würde. Dass ja, er war so intelligent, er hatte 4 ausgelernte Handwerksberufe, er war Computerfachmann. Ja, okay, gut, na schön. Aber dann bist du in diesen Menschen reingefahren, da du ja ein Geist bist. Ja, das waren also Geist, beziehungsweise Geist ist ja wichtiger noch wie ein Körper. Das hat circa 7 Minuten gedauert. Ach, ging mal flott. Sagt er das? 7 Minuten? Ist ja wichtiger noch wie ein Körper. Das hat circa 7 Minuten gedauert. Ach, ging mal flott. Nur bei anderen geht es noch schneller, aber die Seele war so groß und mächtig, dass die also 7 Minuten braucht. Jetzt. Boah, das ist krass, Bro. Wie überzeugt er das erzählt, ne? Frage ich mich natürlich, was dieses Wesen von diesem fernen, anderen Universum, was willst du hier? Ja, das ist eine gute Frage. Ja, Digga, das will ich jetzt auch wissen, Bro. Und die möchte ich auch langsam beantworten. Digga, der ist geil, Alter. Ey, ich will ein Interview mit dem machen, mit Siegfried. Bro. Um niemand Bro. Aufzuregen. Genau. Wir wollen es geht sich darum, die ganze Welt erlebt jetzt in kürzester Zeit eine riesengroße Wende. Ich hoffe, eine gute. Aber nur eine gute. Oh, das... Wenigstens ist das Glas halb voll, Digga. Wann war das? Wann war der Talk, Bro? Bruder. Gut. Ja, die gesamte Negativität wird hier beseitigt. So. Ja. Und was bleibt denn übrig? Ein Paradies auf Erden, oder wie? Ganz genau. Ach, guck. Guck mal. Alter, freuen wir uns aber alle. Da haben wir mal gute Nachrichten. Wie der lacht, Digga. Das ist geil. Erden, oder wie? Ganz genau. Ach, guck mal, da freuen wir uns aber alle. Da haben wir mal gute Nachrichten, nicht? ISIS und 1000 Kriege irgendwo? Das habe ich als Kind mir schon ausgedacht. Also, dass das so kommt, ne? Das habe ich mir als Kind schon ausgedacht. Bruder, der ist zwar auch sehr crazy, ne? Der Bruder, der da jetzt gerade anruft. Wer weiß, der Geil, keine Ahnung, er hört sich auch sehr crazy an. Aber wenigstens ist es eine positive Message, Bro. Nicht so wie der andere Cousin, der gesagt hat, dass die Echsenmenschen die Welt Dings wollen. Quasi vernichten wollen, so. Als Kind schon telepathisch gehört und so weiter. Also ich habe gar kein anderes Bewusstsein vorher gehabt. Wer bist du denn jetzt, Digga? Bist du jetzt der Siegfried oder bist du jetzt das Alien? Der Alien. Die Alien.
der Alien. Irgendwie so. Deswegen, wie gesagt, ich war ja vorbereitet, als diese Seele kam. Aber ich wusste nicht wirklich, also ich rede immer mal so, aber ich bin ja ich bin ja nur eins, ne? Verstehst du? Oder nicht? Nee, das versteht nicht jeder. Das habe ich jetzt auch nicht verstanden, Majuzza. Also du bist nochmal um. Ich bin ja aus diesem Körper. Ja, ja, klar. Also du bist hier, um Gutes auf der Welt zu. Nur, ich habe Verbindung telepathisch die ganze Zeit zu Raumschiffen, zu riesengroßen Mengen Flotten, riesengroßen. Der hat Ding, Alter, der hat Kontakt mit, wie hieß der nochmal, Digga? Mit Spock. Raumschiff Enterprise. Ein Raumschiff so groß wie London. Wo sind denn? Wie was? Wie wer? London? Raumschiffe. Die sind alle um unsere Erde herum, sind alle da, sind alle bereit für diese große Wende. Und aber, das hat damit zu tun, dass ihr Menschen alle aufwacht. Aber die NASA und... Ach, hör auf mit die. Gott. Aber die NASA, er sagt, ach, hör auf mit die. Arschen euch. Naja, aber die müssten das doch sehen, wenn da große Raumschiffe... Die verarschen mich, Digga. So. Oh Mann, ey. Wie geil ist das denn? Also NASA ist schon definitiv eine dubiose Geschichte. So, ne? Da wollen wir jetzt nicht hier sagen, dass die wirklich hundertprozentig seriös sind. Meiner Meinung nach hat die NASA auf jeden Fall Dreck am Stecken. Aber der Typ, Alter, der ist halt wirklich mies in der Recherche. Und? Echt? Haben die Angst vor aber euch? Aber sicher. Und unser BND hat euch auch noch ach, nicht... Ach, hör auf, ey. Aber was denkt ihr, Chat? Meint ihr, der meint das ernst? Macht mal eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass der das ernst meint. Zwei in den Chat, wenn ihr denkt, der trollt. Weil der hört sich schon lustig an irgendwie, ne? Bist du denn der einzige Mensch von, also einzige Wesen auf Erden von... Ganz viele und ganz viele bei dir jetzt, die zuhören, die werden wach. Und alle meine Leute sind schon vorbereitet, weil ich jetzt spreche mit dir. Siegfried Norra. Wie? Siegfried Norra mit zweimal IE und D am Ende. Natürlich, ich hab's schon verstanden. Bei Facebook. Natürlich, ja, ja. Bei Facebook. Der trollt doch, Digga. Wie erkennt man euch denn? Nein, nicht jeder erkennt uns. Und lieber Domian, ich... Weißt du, wer die erkannt hat? Manuel. Bro, da schließt sich der Kreis. Manuel hat... Vielleicht tut Domian auch nur so und sorgt extra dafür, dass diese Leute da hinkommen und diese Sachen erzählen. Damit wir langsam drauf vorbereitet werden. Also jetzt ziehe ich einen Aluhut an. Vielleicht ist Domian ein verdeckter CIA-Agent und bereitet das Project Bluebeam in Deutschland vor. So. Hättet ihr nicht mit gerechnet, ne, dass der jetzt kommt? Also ich würde dir so gerne mal die Wahrheit für dich und alles, für deinen Unglauben und für deine, mein Gott, ich habe gerade zugehört. Ich höre dir immer zu eigentlich, aber du, dir... Wenn du mich besuchen kannst. Der lacht, Bro, ich schwöre, der trollt, Digga. Der lacht sich schon während der redet, der lacht sich selber tot, Digga. Hör mal hin. Dich und alles für deinen Unglauben und für deine, mein Gott, ich habe gerade zugehört. Ich höre dir immer zu eigentlich, aber du, wenn du mich besuchen kommst, dann hast du keine... Bruder, der lacht sich tot. Also für all deine Leute, auch was die vorhin gesagt haben, alles und so weiter. Ich glaube, wenn ich zu dir komme, brauche ich danach erstmal eine Valium. Nee, die kriegst du hier schon geistig. Ja, du. Der Akzent sagt, nein, Mann, alle seine Streams sind so, wie jetzt, ihr kennt den oder was, Digga? Das ist mir viel zu sagen, vielleicht sagst du es mir jetzt doch mal in so ein paar Stichworten. Ich bin also auf dem Irrweg. Mit meinem mit meiner skeptischen Haltung. Ja, aber das können wir nicht am Fernsehen machen. Das möchte ich, wenn. Nein, verstehst du, ich kenne mich mit allem aus. Also, wie soll ich sagen? Also,
Psyche und was weiß ich. Ach Gott, ich. Gibt es denn, halt, das muss ich dich fragen, wo ich nur schon mal so eine Chance habe, mit so jemandem zu reden. Gibt es denn unter den Mächtigen auf der Welt, also Obama, Merkel, Hollande. Lass mich fertig fragen. Die haben doch keine Macht. Lass mich mal zu Ende fragen. Gibt es einen von euch drunter? Das darf ich nicht sagen. Ja, das klingt aber eventuell ja. Das sollt ihr so glauben, wie ihr das so richtig haltet. Was hat Manuel gesagt? Manuel hat doch gemeint, wer war das, Digga? Hillary Clinton, Bro. Hillary Clinton. Und wer war das noch? Katy Perry? Was sagt Manuel nochmal, Digga? Ich hab's vergessen gerade. Wir schützen uns. Ja. Wir schützen unsere Leute. Gut gesagt, dass die keine Macht haben. Da hat er recht gehabt. Wann kommt die große Wende auf der Welt? Je schneller schneller ihr erwacht, je schneller du mit erwachst. Jeder einzelne Mensch ist ein mächtiger Gott, ein unvorstellbar mächtiger Gott, nur es glaubt keiner. Ja, es kann keiner glauben. Man hat euch ja auch die Kraft genommen. Aber die Menschen verändern sich ja schon seit Tausenden von Jahren nicht. Warum sollten sie sich jetzt... Alles gelogen. Alles, was ihr wisst, ist gelogen. Alles. Aber die Vergangenheit, die wissen wir ja. Wir wissen ja, dass es das... Falsch erzählt, ist gelogen. Aber ich glaube... Bruder, das Ding ist, der hat bei ein paar Sachen hat der recht. Es ist schwierig, ihm recht zu geben, Digga, ohne lächerlich auszusehen. Dass die Politiker keine Macht haben, stimmt. Dass die uns, was die Menschheitsgeschichte angeht, anlügen, stimmt auch. Meiner Meinung nach. Dass wir eigentlich viel mehr Macht haben, als wir realisieren, stimmt auch. Deswegen, ja. Aber es ist halt schwer, ihm recht zu geben, weil dann... Ich kenne doch die ganzen, ich weiß doch ganz genau, wie das läuft, Digga. Dann wird es den ein oder anderen Kandidaten geben, der dann sagt, guck mal, der glaubt alles, was der gerade gesagt hat. Ich sag's trotzdem, mir scheißegal, die zwei Sachen stimmen. Dass wir das Dritte Reich und den Nationalsozialismus und den Kommunismus nicht anzweifeln sollten. Das gab es leider und wenn ihr nicht aufpassen würdet oder wenn nicht unsere Brüder kämen und würden euch uns alle retten, dann würde es sowas nochmal geben, sagst du? Würde das der Dritte Weltkrieg geben. Warum? Voll zugange. Warum, wenn ihr denn so gut seid? Der Domian ist schon auch ein mieser NPC, wenn ich das so sagen darf. Der wollte ihn gerade hier diese Holocaust-Leugnungskarte unterschieben. Hast du gemerkt? Habt ihr das gemerkt? Warum habt ihr denn sowas wie Hitler und Stalin zugelassen? Das müsste ich dir alles in lange Gespräche führen. Guckt auf der Facebook-Seite. Alles. Lieber Siegfried, du bist dann der Erste. Guck auf die Facebook-Seite, sagt er. Das ist schon, mit dem ich gesprochen habe. Das ist eine Premiere nach fast 20 Jahren hier. Ich danke dir, dass du angerufen hast und deine Worte klingen jetzt in uns nach und wir hoffen auf die gute Wende. Der Sigi, Alter, der hat jetzt hier einen rausgelassen, wa? Da verlasst euch drauf. So. Da verlasst euch drauf, voll ernst, guck mal. Worte klingen jetzt in uns nach und wir hoffen auf die gute Wende auf der Welt. Da verlasst euch drauf. So. So. Den Anruf und alles Gute. Bitteschön und tschüss, lieber Domian. Tschüss, lieber Domian, Digga. So. Hey, Domian-Reaction, sage ich dir ehrlich, ist eine gute Sache. Also ist ein guter Content. Bisschen was zum Lachen, weißt du, wie ich meine? Ist ja auch, das kitzelt so ein bisschen die lustige Seite aus mir raus, Bro. Trotzdem noch in Kombination mit ein bisschen Verschwörungsmystik, Bro. Was gibt's Besseres, Digga? Sag ich dir ehrlich, so wie es ist. Geil. Heute haben wir viel gelacht, meine lieben Freunde. Gute Nummer. Der Generator ist jetzt auf der Baustelle auch ausgegangen. Jetzt geht's mir auch wieder ein bisschen besser. Liebe geht raus an die Community. Schreibt mal eure Gedanken dazu unten in die Kommentare. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.